Weiter geht's bei Asterix und Obelix XXL 3. Wieso komme ich hier nicht hoch? Er kriegt's hin. Der dicke Obelix nicht. Irgendwie habe ich mich jetzt an Obelix gewöhnt. Schnauze da oben. Oh, die greifen wirklich gezielter an, ne? Da muss doch irgendwo so ein Chef sein. Da. Okay, dann können wir jetzt hier oben rechts nochmal nachgucken. Und dann holen wir uns den Schein. Ach da. Okay. So, ich denke, wir haben genug Helme. Die Zeit wird wieder zu langsam gewesen sein, aber das stört mich nicht so wirklich. War das hier? Nee. Okay. Ich habe gewonnen. Jetzt heißt es Blech. Ach so. Als Preis kriegt man die Helme. Ach so, ach so, ach so. Jetzt raff ich das erst. Also hätte ich schneller sein müssen. Mist. Was bringt mir immer diese Mission? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ups. Edelfixe, riechst du, was ich rieche? Es riecht nach Wildschwein. Ach so. Vielleicht sollten wir die anderen Fähigkeiten von Obelix auch mal ausprobieren jetzt. Okay, das Laufen ist jetzt nicht so der Brenner. Achso, ich kann auch wieder schleudern. Und was ist das hier? Ah, mit dem Hinkelstein schleudern. Okay. Könnt ihr das unserem Häuptling überbringen? Das ist, wie soll ich sagen, ein ellenlanger Brief, aber nach dem Gewitter ist der Weg von Bäumen... Weiß ich nicht, verstanden? Kommst du mit, Obelix? Ja, ja, ich komm schon. Soll ich dir was sagen, Asterix? Das ist eine Lieferung, also das ist genau die richtige Arbeit für mich. Du hast recht, Obelix, verlieren wir keine Zeit.
verkloppt die mal nicht. Shit. Interessant. Ich wusste nicht, dass es sowas wird. Edelfix, riechst du, was ich rieche? Es riecht nach Wildschwein. Ja, schaffen wir das noch? Gut. Von einem Bewunderer? Ach nein, eine Verleumdung. Ein Dorfbewohner des... Was? Wie soll man das so schnell lesen? Okay. Haben wir davon jetzt irgendwas... Haben wir dafür was erhalten? Upsala, Stuss. Erfüllt. Ach, hier sieht man das auch noch. Gallien haben wir. 6 von 11. Gibt also doch Knochen. Warte mal, ich probiere mal, ob das irgendwie mit dem Hinkelstein hilft. Okay, da haben wir noch eine Nebenquest. Das sind so Sachen, die hätte man vielleicht ein bisschen besser auch noch erklären können. Back, back, back. Bevor wir mit dir quatschen, gehe ich erstmal wieder zum Laden. Die Nebenquest will ich dann ja doch noch irgendwo erfüllen. Superangriff. Kann ich mir das andere noch nicht leisten, aber fast. Da fehlt nicht mehr viel. Dö. Wie soll man das so schnell lesen? Manche Texte stehen ellenlang da und andere sind ja wieder rucki-zucki weg. Okay, hey, nochmal? Passiert das jetzt nochmal? Jetzt kann ich das... Okay. Gut, dann bleibt nur noch die letzte. Da.
Nicht mit mir spiel. Irgendwo hatte Idefix ja auch nochmal gebellt wegen Knochen. Auf dem Weg nach Aquarium irgendwie. Wo war sie denn jetzt eigentlich? Was hat sie jetzt verloren? Oh. Ach, jetzt wird ihm das erklärt. Na. Nein. Oh. So, bitte da entlang. Zum Glück stirbt das Vieh nicht. Husch, 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 husch. Was haben wir davon? Jetzt mal ernsthaft. Nein, 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 bloß nicht erneut spielen. Nee. So, zwei Knochen haben wir. Den dritten finde ich jetzt auch noch. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Hier. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Ist das irgendwie eine Umkreissache jetzt? Ah, okay. Dann haben wir ja fast 4 von 4, wa? Ich hole mir den anderen jetzt auch noch. Kein Zweifel, hier gibt es Wildschweine. Idefix, riechst du, was ich rieche? Es riecht nach Wildschwein. Ich müsste die 1000 Helme noch voll kriegen, ey.
So, wo ist Idefix? Vier von vier. Hat bestimmt keinen weiteren Nutzen, aber... Wenn wir es haben, haben wir es. So, die 1000 Helme haben wir schon mal. Sehr gut. Und wenn jetzt irgendwo gespeichert werden würde, dann könnte ich wieder ein Aufnahmepäuschen machen. Holen wir uns die noch. In den Special-Kisten scheint nur einmal immer was drin zu sein, oder? So, ich glaube, wenn wir im Dorf ankommen, wird wieder gespeichert. Hoffe ich. So, und hier geht's dann nächstes Mal weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.